Eine ganz wunderbare Heilpflanze habe ich hier für euch, das Gänsefingerkraut. Das Gänsefingerkraut, ich pflück's gerade, wird auch das Krampfkraut genannt, weil es nämlich gegen alle krampfartigen Beschwerden ganz, ganz wunderbar hilft. Gänsefingerkraut, das Krampfkraut. Also bei Menstruationskrämpfen, bei krampfartigen Magen-Darm-Beschwerden, bei Wadenkrämpfen, bei Spannungskopfschmerzen, die ja auch mit Krämpfen zu tun haben, bei Migräne, also bei allen krampfartigen Beschwerden verwenden wir das Gänsefingerkraut oder auch das Krampfkraut. Bei Menstruationsbeschwerden wurde das Krampfkraut früher in Milch ausgezogen, traditionell. Früher wurden viele Heilpflanzenauszüge eben nicht in Teeform gemacht, weil Wasser ja nicht unbedingt sauber zur Verfügung stand, sondern eben sehr häufig in alkoholischen Auszügen oder eben in Lebensmitteln. Und so eben auch das Gänsefingerkraut, was traditionell bei Menstruationsbeschwerden in Milch ausgezogen wird. Und ich persönlich kann bestätigen, dass ich finde, dass das Gänsefingerkraut als Milchauszug bei Menstruationskrämpfen tatsächlich am allerbesten hilft, besser als Teeauszug. Und um diesen Milchauszug zuzubereiten, kommt ungefähr ein Teelöffel Gänsefingerkraut pro Tasse Milch in einen Topf. In dem Topf lasst ihr die Milch einmal aufwallen mit dem Gänsefingerkraut drin, nehmt es dann vom Herd runter und lasst es noch 10 Minuten ziehen, bevor ihr es dann abgießt und wenn ihr wollt, gerne mit Honig zusammen warm trinkt. Ein Teelöffel pro Tasse gilt natürlich, wenn ihr die Pflanze getrocknet habt. Habt ihr sie frisch zur Verfügung, so wie ich jetzt, dann macht ihr das ungefähr Pi mal Daumen. Also ich würde auf eine Tasse Milch ungefähr 3 bis 4 so Stängel, wie ich jetzt gerade habe, verwenden. Aber macht es so ein bisschen nach eurem eigenen Gefühl. Viel Spaß dabei, das Rezept findet ihr auch nochmal unten.